Boah, wie viele, ey. Guckt euch an. Ah, shit, ey. Mann. Wollte ich so gar nicht, ey. So, YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Letztes Mal war das eher so eine Folge zum Wegschmeißen. Deswegen werden wir heute ein bisschen vernünftiger agieren und beginnen mal die Mission. Beziehungsweise öffnen die Tür und... ja. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen ein Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis und muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Okay, jetzt müssen wir wohl Schmuggler aufsuchen, beziehungsweise jetzt müssen wir den Tee zerstören, wie wir jetzt gerade mitbekommen haben. Entschuldigung. Pass auf, Mann! Da ist der gute Tee. Können wir den irgendwie aufheben? Nein? Können nichts mit dem Tee machen. Nee, das funktioniert nicht. Wir müssen 370 Meter erstmal wieder laufen. Lauferei, Lauferei. Hundi, wow, wow. Ganz ruhig, ich komm später zu dir. Oh Mann, das ist echt eine Lauferei hier. Boah. 240 Meter noch. 230, 220, 210 und so weiter und so fort. Bis wir in den Docks angekommen sind, der dauert auf jeden Fall ein wenig. Ein paar Schritte brauchen wir noch. Wird wahrscheinlich auch ein wenig auf Widerstand treffen, wenn wir erstmal angekommen sind mit dem... Oh. Oh, was denn hier? Eine Werft oder was? Ach, cool. Ja, hier ist eine Werft, Leute. Wie geil. Oh, ach du Scheiße. Hier bauen die natürlich ein... Ach du meine Güte. Wartet mal. Wow. Sieht aus, als will er jemanden töten. Alter, ey. Das ist ja mal mega eine Werft, ey. Also für damalige Verhältnisse. Leck mich, ey. Wahnsinn, ey. Guckt euch das Ding mal an, ey. Komm, wir klettern mal da hoch. Wenn wir dürfen und können. Das interessiert mich gerade so. Geht so ein bisschen von der Zeit, von der Mission weg. Aber ist mir auch egal. Ich interessiere mich gerade hier für die Werft. Das sieht sehr interessant aus. Toll, wir können hier nicht... Doch, hier können wir noch rüber. Komm schon. Oh. Och nö. Warum hat er sich da nicht festgehalten? Das gibt's doch nicht. So, wir sind auf jeden Fall im Gebiet jetzt. Aber, boah, was für ein fucking Riesenschiff, ey. Ich dachte erstmal so, wow, cool, die machen ein Schiffchen. Aber das ist ja, keine Ahnung, das Schlauchboot im Gegensatz zu dem Schiff da drüben, ey. Dürfen die uns sehen? Okay. Och Mann, ey, das ist aber viel Blut, ey. Genickbruch einmal, Genickbruch oder Aufschlitzen zweimal.
So, hier ist der scheiß Tee. Was müssen wir denn damit machen? Plant. Was macht der da? Ach so, der hat jetzt irgendwie eine Bombe oder sowas hingelegt. Alter. Ich wusste gar nicht, dass die so krass den Dynamit hatten schon damals. Ach, das ist hier allgemein ein Riesenwerft. Nicht nur das davor. Hallo? Och, Connor. Hier sind ja überall die am Schiffchen bauen, ne? Hallo, Süßen. Bam, voll das mal das Ding, das Beil in den Rücken rein, ne? Bam. Den einmal schucken wir ins Wasser. Der schießt so hässlich, ey. Den schlitzen wir erstmal auf. Und der wird auch dran glauben. Eieiei. Guckt euch das nicht an, Leute. Das ist einfach zu brutal für meine Augen. So, nächste Bombe, Leute. Da hinten war ich nicht? Wie kann das denn sein? Da bin ich doch als erstes vorbeigelaufen. Hier ist auch noch... Hä? Moment mal. Hä? Hier ist irgendwo ein Ding, oder was? Wo ist das Ding denn? Kann man da hoch? Kann man da hoch? Hä? Hier soll irgendwo eins direkt davor sein. Ach, hier ist so ein Wanted-Schild von uns. Wo ist das Ding denn, ne? Warte, erstmal müssen wir da hoch. Vielleicht ist es auch in dem Haus drin. I don't know. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Hallo, lass dich fallen, Connor. Aha, können hier... Schmeißen wir das Ding mal. Können uns auch throwen. Mit A. Ah, dazu müssen wir natürlich schießen. Tja. Ja, da hinten ist auf jeden Fall das nächste. 80 Meter. Hier ist, glaube ich, erstmal nichts, ne? Oh Mann. Jetzt haben wir so eine komische Sicht gerade. Dein Ernst, oder was? So, jetzt ist er weg. Cool, ey, wie die hier Schiffe bauen. Das finde ich cool. Okay, hier sind noch Fässer, die brauchen wir nicht. Warum die uns auf der Karte angezeigt werden, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. So, da vorne ist das auf jeden Fall. Und das letzte, wie es scheint. Gegner sind hier irgendwie keine. Merkwürdigerweise. Da ist ein Angler. Der wird sich bestimmt jetzt ordentlich erschrecken, wenn das Ding in die Luft fliegt. Wir können den gerne mal beobachten, was der macht und wie der reagiert. Na, okay. Die wurden eher ins Wasser befördert. So, da wären wir 200 Meter weiter. Aber cool hier mit der... Alter, hier können wir rein. Wow, was für ein fettes Schiff, ey. Meine Güte. Alter, das ist immer mega. Guckt euch das Ding an, ey. Das ist ein Riesentanker, ey. Wow, das ist echt krass. Ich bin gerade beeindruckt. So, guckt euch das Ding mal an, ey. Das ist noch nicht zu Ende, ey. Wie viel Holz da verwendet wird, ne? Die haben bestimmt ordentlich viele Baumstämme dafür gefällt. Beziehungsweise auch Wälder gerodet. Toll. Können jetzt hier nirgendwo wirklich runter, außer da runter zu springen. Scheiße. Boah, das war schon verdammt hoch eigentlich. Ja, eigentlich Hals, Nasen, Beinbruch. Und alles, was dazu zählt, aber Connor nicht. Der Connor, der ist unser Tier, ey. Am Anfang fand ich den Helfen ja echt super sympathisch, aber ich wusste gar nicht, dass der so gegen diese Indianer ist, weil der hat die auch gerettet, mit der rumgevögelt, wodurch Connor entstanden ist. Deswegen wundert mich das schon irgendwie ein bisschen. Ey, der Wichser, der hat auch hier. Ey, du Hund. Du dreckiger Hund, ey. Oh, warum so viele direkt auf einmal?
Wow, geile Zwischensequenze. Wow, das ist geil. Und der vierte. Alle platt. So, 100 Meter. Wer schreit da rum? Aha, irgendwie niemand. Oh, hier sind viele. Da bleiben wir ein bisschen ruhig. Entschuldigung. Da, 40 Meter dahin. Hä? Hä? Jetzt 196 Meter dahin? Das check ich jetzt nicht. Wir waren doch gerade eigentlich dabei schon. Das verstehe ich jetzt nicht. Wow, wow, wow. Na? Das muss jetzt sein. Wir haben den vorhin in den Stich gelassen. Wir dürfen nicht wow was in den Stich lassen. Die brauchen immer ihre Zuneigung. Oh Mann, dieses Laufe. Ja, dieses Gelaufe hier durch die Gegend, das nervt natürlich von einem Punkt zum anderen, weil der ist ja auch nicht so Spider-Man, der sich dann hier durch die Schluchten irgendwie von den Häusern durchspinnen kann. Kostet natürlich Zeit, wenn er immer zu Fuß hier unterwegs ist. Oh, da ist der nächste dreckige Hund. Oh, fällt da schon wieder so tief runter, ne? Hey, du Sack. Gib mir den Tee. Das ist mein Tee. Ey, ich hab doch Blocken gedrückt, Mann, ey. Ich hab gedrückt, aber irgendwie... Du Sackgesicht. Das war schön hier. Da ist der nächste. Gib den Tee her, ey. So. Ich glaube, das war's. Sieht so aus. Das hat keiner gesehen, obwohl ziemlich viele flüchten. Ach nö, wie geht das denn? Jetzt liegt er da, ey. Gibt's doch nicht. Aua. Uiuiuiuiui. Schnell, wir fahren, laufen mal hierher. Ein bisschen den Wachen aus dem Weg gehen. Das ist nämlich gerade ein bisschen brenzlig, ey. Ey, da ist so ein blödes Plakat, Leute. Verdammt. Boah, noch mehr oder was, ey? Verdammt nochmal, lasst mich doch in Ruhe, ey. So, zu eurem Wohl. Oh, wer ist das denn? Oh, 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 oh. Weg, weg, weg hier. Erstmal Plakat abreißen und abhauen. So, wir müssen da in diese Richtung. Vielleicht können wir irgendwie untertauchen. Müssen wir gleich mal gucken. Gerade ist auf jeden Fall Alarmstufe rot. Ich will nicht wieder irgendwie... Dass das irgendwie was Blödes passiert. Scheiße. Eigentlich wollte ich die Leiter gar nicht hoch, aber gut. Da ist noch ein Plakat. Was ein Zufall, ey. Mann. Unser Glück, dass wir das Plakat jetzt so zufälligerweise entdeckt haben. Scheiße. Gibt's noch nichts zum Runterspringen, ne? Wow, die Bastarde, ey. Die kommen ja überall hin, ey. Ach du Scheiße, weg hier. Shit, 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 ey. Wir müssen hier weg, Leute. Och nö. Bleib doch nicht da hängen, Mann. So, weg hier. Das ist wieder ein Zwei, ey. Boah, wie viele sind denn hier? Meine Güte. Ihr seht ja selbst auf der Karte, überall steht so ein blöder roter Typ, ey. Schwierig, den überhaupt aus dem Weg zu gehen, ey. Ich hoffe jetzt, dass das mal jetzt hier sich beruhigt. Die haben uns zwar gesehen, die da vorne, aber... Das muss ja jetzt mal ein Ende nehmen. Oh, der riecht's was. Du Hund, ey. Der hat mich aufgeregt, ey. Ich wollte das gar nicht. Scheiße, wir müssen irgendwie in diese... Boah, guck mal, was für eine Schar wieder hinter uns ist. 5 Männer ungefähr. Mann, ey. Jetzt ist hier wieder alles gelb, ey. Ich krieg die Krise. Shit. Hängen wir die am besten ab, ey. Ja, so auch. Boah, guck mal, wie viele Pfeile. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du, fast 10 Leute hier hinter uns her. Zum Glück sagt der gute Herr hier nichts. Der Glatzkopf. Sehr nett von ihm. Der hat uns nicht verpfiffen. Hätte er auch machen können.
Du Sack, Alter. Sei leise. Boah, jetzt kommen wieder die 10 Mann oder was? Ach, die sind schon da. Wow. Scheiße, hier war doch... Ach, nee. Shit, shit, shit. Jetzt muss ich die erstmal wieder alle abhängen. Das wieder, wird wieder was. Ja, schießt ruhig wie die Geistgestört, ne? Da vorne ist was zum Abtauchen. Aber die sehen mich, ey. Shit. Och nö, guck mal, wie viele hier sind. Die sind alle gerade im Moment ziemlich gegen uns. Scheiße. Oh Mann, jetzt haben wir gerade für abgehängt, aber ich kann mich nirgendwo verstecken hier. Doch hier. Nein, nein, nein. Wow, die Bastarde noch auf Pferden, kommen die auch noch ran, ey. Weg hier, weg hier, weg hier. Ey, lass dich doch nicht in den Rücken boxen, ey. Mann, ey, dass die noch auf Pferden kommen. Hier, das Plakat erstmal wegmachen. Komm schon, weg hier. Ach, du Scheiße. Nein, 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 warum hängst du dich da dran, du Esel, ey. Och, das ist doch unglaublich, ey. Mann, ich krieg die Krise, Leute, ohne Spaß, ey. Wer läuft da hinten weg? Boah, wie viele, ey. Guckt euch. Ah, shit, ey. Mann. Wollte ich so gar nicht, ey. Ich kann mich auch hier nirgendwo verstecken, ey. Das ist die Scheiße. So, jetzt habe ich sie, glaube ich, langsam abgehängt. Einigermaßen jedenfalls. Truthahn aus dem Weg, ey. Hier rein, ey. Und jetzt am besten in irgendeinen Busch. Gibt's hier nicht, ey. Ich krieg die Krise, ey. So. Oh Mann, ey. Was ist denn los mit dem Spiel, dass auf einmal hier so abgeht, ey? Mit den ganzen Gegnern, ey. Was sind die so heiß auf uns, ey? Kenne ich ja auch gar nicht, ey. So, zurück nochmal. Oh Mann, ey. Das war, ey. Die Ratte, die Ratte. Ja. Funktioniert irgendwie nicht mehr. Was ist hier passiert? Unfall. Jawohl! Geht doch! Guck, jetzt sind die wieder ruhig. Gott sei Dank. Irgendwann nerven die, ey. Wenn so viele sind, ey, das ist anstrengend, denen die ganze Zeit wegzulaufen. Da waren ja gerade mindestens 10 Leute hinter uns her. So, schließen wir mal die Mission ab. Sonst geht das hier noch ins Unendliche. Wir werden gejagt, wir flüchten, wir werden gejagt, wir flüchten und so weiter und so fort. So. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wow. Wiederholen, was rechtmäßig meint bin. Okay. Na toll. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dieses Land hat mehr zu bieten als nur Schmerz. Du gibst den Menschen Hoffnung. Geh zurück nach Hause! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Du gibst ihnen Zuversicht. Sie werden kämpfen und sie werden sterben. Doch schon bald werden sie sich für ihre Freiheit erheben.